In unserer aktuellen Ausstellung Fashion, was Mode zu Mode macht, präsentieren wir kritisch und zugleich sehr unterhaltsam Themen rund um die Modeproduktion, um Modekonsum und Nachhaltigkeit. Jede und jeder von uns ist automatisch Teil des Systems Mode, das von vielen verschiedenen AkteurInnen geprägt ist. Heute besuchen wir eines unserer Zweigmuseen, das Modemuseum in Schloss Ludwigsburg, und schauen dort, ob und wie sich die Themen unserer aktuellen Fashion-Ausstellung auch in der historischen Geschichte der Mode wiederfinden. Mode war in der Geschichte eigentlich schon immer ein Statement. Das sieht man auch wunderbar hier in dieser Vitrine mit Rokoko-Kleidung, die ganz auf Repräsentation ausgelegt ist. Sowohl der Mann als die Frau sind reich geschmückt, farbig bestickt mit verschiedenen Pailletten. Und man sieht beispielsweise auch an der Spitzenmanschette von diesem Herrn, da geht es wirklich um Repräsentation. Das ist vergleichbar wie mit einer heutigen Rolex-Uhr, die ja auch ganz stark als soziales Signet funktioniert und wo man sieht, dieser Herr, der hat es wirklich zu was gebracht. Viele Jahrhunderte lang war Mode reine Handarbeit. Das sieht man hier auch an schönen Beispielen. Da sieht man im Hintergrund die fertig bestickten Stoffe. Das wurde in großen Stickereiwerkstätten, wie hier jetzt im 18. Jahrhundert, gemacht. Und der Maßschneider hat dann aus diesen Stoffen individuell für jeden Kunden die fertige Weste angefertigt. Im 1786 erschien zum ersten Mal das Journal des Luxus und der Moden, das als eigentlich erste deutsche Modezeitschrift gelten kann. Da wurde diskutiert, was ist in, was ist out, was kommt, was geht, was ist jetzt die angesagte Mode. Und man erfuhr auch allerlei kuriose Geschichten, wie zum Beispiel über die sogenannte Mousselin-Krankheit. Das geschah, wenn Frauen in der angesagten Mode der Zeit, also in leichten Kleidern wie diesen aus Mousselin-Stoff, auch im Winter rausgingen und sich dann entsprechend Erkältungen eingefangen haben. Upcycling, Recycling, Fair Fashion, Vintage, alles Begriffe, die uns heute in der Mode sehr wichtig sind, und aus einem Verantwortungsbewusstsein gegenüber unserer Umwelt und aller Mitmenschen, die global in der Modeindustrie tätig sind, entstanden ist. Aber auch zu früheren Zeiten wurde Kleidung oft umgearbeitet, wurde aus vorhandenem Material Neues genäht. Wir haben hier zwei sehr schöne Beispiele. Einmal ein Kindermantel, der ursprünglich ein Kaschmirschal für eine Dame war, und ein sehr klassisches Damenkostüm, das ursprünglich mal ein Wehrmachtsmantel, also ein großer, schwerer Mantel für einen Herrn war. Das sind natürlich Stücke, die sind eher ein bisschen aus der Not geboren, aber es sind schöne Beispiele dafür, dass Menschen immer versucht haben, auch mit ganz reduzierten Mitteln sich schön zu kleiden, sich modisch darzustellen und sich Gedanken gemacht haben über ihr Aussehen. Welche Themen gesellschaftlicher Art sich noch alles in unserer Kleidung spiegeln und wie sich die Mode im Laufe der Jahrhunderte und Jahrzehnte verändert hat, das können Sie bei uns im Modemuseum im Schloss Ludwigsburg selbst entdecken und wir möchten Sie herzlich zu einem Besuch hier einladen.